Willkommen zurück zu Let's Replay. Professor Layton und die Schatulle Pandora. Ich hab's mal hingekriegt, mich dran zu erinnern. Es ist ein Replay. Und wir sind hier mittlerweile in Folsens relativ gut angekommen. Sind jetzt hier in der Oststraße. Sind auch eigentlich bisher nur hier Richtung Osten gegangen. Hier geht's auch erstmal... Doch, es geht noch weiter. Hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr rein. Wie hieß der nochmal? Felix, glaube ich. Random. Ich wollte mich gerade einfach nur erinnern. Ich glaube hier... Oder... Ich weiß noch nicht. Ich glaube, von da kommen wir. Müssen wir wahrscheinlich gleich weiter. Ich glaube, hier kamen wir nicht rein, weil da gab es das Hutproblem. Wir sind wirklich bei weitem die ungewöhnlichsten Herrschaften, die mir hier untergekommen sind. Okay. Dann gehe ich doch mal hier weiter und schau... Nee, okay, von da kommen wir. Okay. Dann gehe ich aber tatsächlich erstmal oben rum. Und schau mal, was da ist. Das ist, glaube ich, noch nicht das Museum, oder? Ach nee, wir kommen tatsächlich weiter in den Osten. Nordöstlicher Weg. Und da kommen wir dann auch mehr oder weniger zum Museum. Okay. An die Gasse erinnere ich mich noch. Da kommen wir, glaube ich, noch nicht direkt rein. Wir müssen auf jeden Fall was machen mit dem Hund. Ich weiß aber noch nicht, ob das jetzt schon sein soll. Ich denke eher nein, weil wir erstmal das Herzenmuseum besuchen sollen. Wie ja auch hier oben steht. Aber können wir mal vorbeischauen. Dieser Hund scheint mir nicht besonders aufgelegt zu sein. Gut aufgelegt, Luke. Ich will mal sehen, warum er so knurrig ist. Hallo Hündchen. Lieber Hund, braver Hund. Aua! Sitz, Platz! Braver Hund. Oh, war ja Luke. Hat er dich erwischt? Ich würde sagen, dem Hundchen ist nicht gerade nach Reden zumute. Scheint so. Dann müssen wir uns wohl erst einen anderen Weg durch die Stadt suchen. Hier kommen wir momentan nicht durch. Nur über meine Leiche. Ah nein, das ist ein anderes Spiel. Ich glaube, ich packe mal gerade den Emu nicht mehr noch da. Ja, gucke ich mir in die Cam. Oder zumindest Richtung Cam. So. Dann gehen wir also erstmal hier lang. Und da sind wir auch schon direkt da. Also direkt. Wir haben mittlerweile schon länger diese Aufgabe und haben erst noch die Minispielchen gemacht, sind dann jetzt hier nach Osten gegangen und haben den Hauptweg eigentlich gemieden, der linksrum gewesen wäre, über ein, wie man auf der Karte sieht, Rotlichtviertel. Mehr dazu dann, wenn wir da sind. Das muss das Museum sein. Leider ist das Tor abgeschlossen. Offenbar hat das Museum gerade nicht geöffnet. Aufnahme läuft, sehr gut. Mal gerade gecheckt. Dabei hatte ich mir einige nützliche Hinweise erhofft. Nun, warten bringt uns auch nicht weiter. Lass uns erstmal woanders unsere Ermittlungen fortsetzen. Das beschließen wir natürlich jetzt erstmal ganz offiziell nochmal. Unterschrift drunter. Oder das Layton-Siegel, ich weiß es nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt dann mal in den Westen begeben. Westkreuzung. Ach, das ist noch gar nicht die Ecke, die ich dachte. Und hier wartet eine interessante Dame auf uns. Ich glaube, die hat immer ziemlich beschissene Rätsel gehabt. Seid gegrüßt, Fremder. Lasst mich raten, ihr seid auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Mitnichten. Wir suchen eine gewisse Schatulle der Pandora. Vielleicht ist sie auch was wert. Haben Sie je davon gehört? Das ist ein fantastischer Name, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon schon mal gehört habe. Apropos, ich kenne ein Rätsel, das ihr auch bestimmt auch noch nie gehört habt. Top. Super. Drei Paare. Das haben wir sowas von schon mal gehört, weil das sind immer wieder die gleichen Rätsel. Auf einem vergibten Foto sind drei Paare zu sehen. Darauf steht kein Mann hinter seiner Ehefrau. Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und sitzen nebeneinander. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Findest du den Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist? Nee, tatsächlich nein. Was das Rätsel jetzt ein bisschen anders macht, ist die Tatsache, dass es ein Fließtext ist. Sonst ist es meistens so schön aufgelistet von wegen, keiner sitzt da vor der Frau und so weiter und so fort. Okay, so. Was haben wir für Infos? Die Schwestern sitzen nebeneinander, ne? Das war, glaube ich, eine der ersten Infos. Genau, von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und die sitzen nebeneinander. Okay. Das heißt, D und F können schon mal keine Schwestern sein. So. Kein Mann steht hinter seiner Frau. Im vergibten Foto sind drei Paare, da ist keine Information drin. Der Mann der älteren Schwester
hat keinen Bart. Okay, das heißt, wir haben schon mal den Mann der älteren Schwester. Das ist nämlich er hier. Also, Mann, ältere Schwester. So. Weil dass der ein Mann ist, sieht man ja eigentlich. Also, alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Das heißt, der hier ist der Mann der jüngeren Schwester. Der MJ, so. Heißt schon mal, das kann nicht die ältere... ich meine, gut, das können eh nicht die Schwestern sein, ist klar. Das gibt aber doch, glaube ich, nur noch einem... oder gibt es? Nee, gibt noch mehrere Möglichkeiten. Also der Mann der jüngeren Schwester... also die jüngere Schwester könnte diese hier sein. Oder diese hier. Oder, Moment. Ja, ich bin gerade ein bisschen... ich glaube, es gibt noch zwei oder drei Möglichkeiten. So. Gehen wir lieber nach den anderen Details. Die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Okay, das ist der wichtigste Hinweis jetzt noch. Also, die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Der Mann der jüngeren Schwester ist der hier. Das heißt, die hier hat keine Schwester. So. Das heißt, das sind die Schwestern. Das heißt, das hier... Moment, hätte ich nicht... es ist doch eigentlich schon von vornherein B, oder? Ist doch scheißegal, wer jetzt hier die Schwestern sind. Ich weiß, der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart, das kann nur A sein. Und ich weiß, der Mann der jüngeren Schwester hat keinen Hut auf, das kann nur R sein. Ergo ist das der Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist. Den Rest hätte ich gar nicht rausfinden müssen, scheiße. Egal. Also das hier ist die Frau. Also die hier ist die jüngere Schwester, so. Jüngere Schwester. Und das ist die ältere Schwester. So, ja, ich komme mal mit meiner Abkürzung nicht klar. Ist doch egal, es müsste B sein. Dann wollen wir mal. Hätte ich schneller lösen sollen. Scheiße. Ich hatte mal wieder nicht das Ziel vor Augen. Aber macht ja nichts. Ja, für alle, die es genau wissen wollen, you know. Ist absolut irrelevant. Gut gemacht, viel Glück noch mit eurer Dingsbums-Schatulle. Na, wie heißt denn auch die mit dem tollen Namen da? Stimmt, ist da ein Flaschengeist drin und man darf sich was wünschen, ne? Glaube ich nicht. Außer der Flaschengeist hat plötzlich eine Waffe in der Hand und man stirbt dann. Mysteriös. Denn sie soll ja jedem den Tod bringen, der sie wagt, sie zu öffnen. Das ist zumindest der Mythos. Ich will mal nach oben. Wo geht's hier lang? Ah. Sehen Sie diesen Wachturm dort, Professor? Das sieht ja fast so aus, als wäre da jemand drin. Oh ja, da ist auch jemand drin. Und ich gehe erstmal in den Laden. Mit dem Knoblock. Den Namen weiß ich auch noch. Allerdings, vielleicht hat er ein Rätsel für uns, aber... er wird noch storyrelevant, allerdings erst später. Keine Ahnung wann. Ihr geht, ihr riecht ja überall nach Knoblauch. Und es stinkt auch entsprechend. Ach nee, hier ist überall und es stinkt entsprechend, okay. Der Geruch ist wirklich beißend. Zum Glück trage ich stets ein Taschentuch bei mir. Da treibt es einem ja die Tränen in die Augen. Ja, endlich Kundschaft. Reinspaziert. Sie sind seit Monaten die ersten Kunden. Die Bürger haben sich von meinem Laden abgewendet. Das überrascht mich gar nicht. Bei dem Knoblauchgeruch kann man ja nicht mal normal denken. Ja, es riecht etwas nach Knoblauch. Na und? Das ist nun mal zum Schutz vonnöten. Wir haben nämlich ein kleines Vampirproblem in der Stadt. Da hilft eben nur Knoblauch. Vampire? Im Ernst? Hier sehe ich so aus, als würde ich Witze machen. Wir sind bei Twilight Sheik. Natürlich sind hier Vampire. Habt ihr das Schloss auf dem Berg gesehen? Dort versteckt sich angeblich unser Vampir. Ja, ja. Und ich sage nicht, dass ich das wirklich glaube, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Joa, wenn es aber heißt, dass mein ganzer Laden voller Knoblauch stinken muss und da einfach keiner mehr reinkommt deswegen... ist wahrscheinlich nicht die beste Business-Strategie, aber gut, das ist eine Sache. Hä? Oh. Schön. Der Dialog wird nochmal getriggert. Ich war ja auch eigentlich eher auf der Suche nach Hinweismünzen und wollte gar nicht erst da reingehen. Aber gut. Ah, man sieht nicht jeden Tag neue Gesichter hier. Ja, ihr seid wohl zu Besuch in unserer Stadt, oder? Gewissermaßen, ja. Allerdings sind wir nicht wegen der Sehenswürdigkeiten hier. Wir suchen nach der Schatulle der Pandora. Haben Sie davon jemals gehört? Nein, aber ich kann ich nicht behaupten.
Leider, denn ich würde euch gerne helfen. Ich kann die Besucher doch nicht mit leeren Händen gehen lassen. Ja, ich habe mal ein geiles Rätsel für euch. Bitteschön, wenn ihr ein Souvenir wollt. Der vierte Körper. Okay, das ist B. Sorry. Dann wollen wir mal. Die Blöcke waren 1, 2, 3, 4, 5. Löst jedes Rätsel. Normalerweise lese ich die Rätseltexte immer vor. Ach komm. Ich gehe nochmal in den Rätselindex. Gut gemacht, das kannten sie wohl schon, ja. Jedenfalls, ihr werdet Pech haben, wenn ihr die Schatulle sucht. Viele der Einwohner, die sich in Forsyth auskennen, sind vor Jahren weggezogen. Alles fing mit einem seltsamen Gerücht an, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Da sind wir zwar am richtigen Ort, aber womöglich kann uns niemand helfen. Sagen Sie, was ist das denn für ein Gerücht? Irgendwas wegen eines Fluchs, um ehrlich zu sein, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich frage mich oft, wohin die Leute gegangen sind, die Forsyth verlassen haben. Das kann ich euch auch nicht sagen. Aber wir können das Rätsel nochmal gerade machen. Wenn ich nur mal wüsste, der vierte Körper hieß es. Ne? Dann lesen wir nochmal kurz den Rätseltext, worum es überhaupt ging. Fünf seltsame Körper sind hintereinander angeordnet, aber anstelle von Körper 4 ist nur eine Lücke zu sehen. Sieh dir die vier restlichen Körper an und entscheide dann, welcher es ist. Ja. Also, ne, das hier ist... Also man muss auf die Kanten achten natürlich. Hier die Kante ist 1, hier ist es 2, hier ist es 3, hier ist es 5. Und die Kanten zeigen halt eine 4. Ja. Das nur nochmal zur Vollständigkeit halber. Da ich euch das erklärt habe, müssen wir jetzt auch nicht den Lösungstext lesen. Und ich könnte dann, glaube ich, am ehesten mal hier weitergehen erstmal. Den Turm gucken wir uns gleich noch an. Ging es hier schon weiter? Ich dachte, hier geht's noch gar nicht weiter. Auf jeden Fall wird es bald nicht mehr weitergehen, deswegen ist... ich habe wieder den Emu kleiner gemacht. Scheiße. Ich glaube, jetzt passt es wieder. Das ist immer das Schlimmste, wenn man halt Hinweismünzen sucht, vor allem am Rand des Screens. Und dann halt doppelklickt und so. Und ja. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Ich habe ein ungutes Gefühl, wer weiß, wohin dieser Pfad führt. Es scheint, als führe er hinaus in die Wildnis. Aber vorerst braucht uns das nicht zu interessieren. Ja, wir kommen später wieder. Das ist kein Problem. Sehen Sie diesen Wachturm, Professor? Ich spreche Sie zum dritten Mal darauf an. Jetzt gehen Sie endlich mal rein. Okay. Dann machen wir das wohl. Ah, was war das für eine komische Stimme? Ey, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Wer macht denn so einen Lärm und hat so eine komische Stimme? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es kommt aus dem Stockwerk über uns. Los, Luke, nehmen wir die Treppe. Ich wollte aber den Aufzug haben. Verdammte Scheiße, dieser faule... Ja, wobei, der ist ja dann gerade nicht faul. So, wir haben hier aber ein ganz besonderes Symbol auf dem Screen, nämlich das hier. Du hast ein Foto von diesem Ort gemacht, doch irgendwas ist eigenartig an diesem Bild. Wieder die Kamera im Koffer des Professors aus. Ja. Jetzt haben wir nämlich ein kleines Suchbild, ein Wimmelbild, wo wir Fehler suchen können. Und ich glaube, dann können an der Stelle, also an der Stelle, wo dann die Fehler sind, Hinweismünzen auftauchen, aber auf jeden Fall an einer Stelle ein Rätsel. Schauen wir uns das jetzt also erstmal genauer an. In der Kamera. So, wir sehen 0 von 3. Turmtreppe. Foto 5. Drei Unterschiede haben wir noch, genau. Und wir können hier, ja, so eine Art Lupe, so einen Kreis halt, wie auf so schönen Clickbait-Thumbnails draufballern. Und entsprechend dann einen Fehler markieren. Der Fehler, den ich noch am ehesten weiß, ich muss gerade gucken, welche das ist. Okay, erstmal haben wir hier eine Knoblauchzehe gar nicht. Also ich glaube, das sind Knoblauchzehen, ne? Ich glaube schon. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen am Rand, weil das Bild unten ist halt ein bisschen... Was? Ein bisschen kleiner? Nun ja. Was? Eine Option weniger. Okay, ja, ich glaube, da bin ich nämlich gerade der Sache auf den Leim gegangen. Dass das Bild unten ein bisschen kleiner ist. Ja, ja, doch, man sieht hier am Rand quasi noch das hier. Oh, ja, das ist immer ein bisschen blöd, finde ich. Das ist immer ein bisschen blöd. Okay, der Riss hat auf jeden Fall einen Spiegel. Oder der Spiegel hat einen Riss. Sollte man dann vielleicht eher sagen. Wir mal sehen. Ja, mir ist das rechtzeitig aufgefallen, aber ich habe es trotzdem gesagt. Ah, ganz so. Und jetzt erstmal zu dem Fehler, den ich noch weiß, der einfach mies ist. Ich glaube, das war die Zehe hier rechts. Da sind nämlich einfach zwei weniger. Die sehen zwar genau gleich aus, aber das ist kürzer. Und das kann man halt gar nicht mal so gut erkennen. Oder war das überhaupt die? Nee, das war die hier hinten, oder? Ah, fuck. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, von der Höhe her passt das hier noch. Aber man kann hier halt wegen dem Rand auch gar nicht so richtig erkennen.
1, 2, 3, 4. Irgendwo war auf jeden Fall eine weniger. Vielleicht war es doch nicht die. Irgendwo war eine weniger. Scheiße. Ich meine halt, das wäre das hier. Vielleicht habe ich es auch immer nur gedacht. Das kann auch sein. Okay, komm, wir suchen doch erstmal weiter. Hier ist noch Blut aus dem Schuh. Oder was auch immer das ist. Sieht dann ein Schuh aus. Ob das stimmt? Ja, ich bin ein bisschen vorschnell gerade. Definitiv. Kann ich leider nicht widersprechen. So, ich scanne jetzt doch nochmal. Es muss auf jeden Fall noch was damit zu tun haben, eigentlich. Wir sehen jetzt übrigens auch kleine Ausrufezeichen hier auf dem Screen, wo wir die Fehler schon gefunden haben. Das hat aber safe damit zu tun. Gucken wir mal. Die sehen gleich aus. Oder war das nach oben hin, oder? Ist so ein Shit. Ich weiß es nicht. Ich circle das jetzt mal hier ein. Irgendwas war damit. Ich weiß nur nicht, wo es war. Verdammt. Das ist wirklich eine harte Nuss. Ey, das kann doch... Oder bin ich jetzt wirklich voll auf dem Holzweg? Ich muss mal gerade ein bisschen das doch verschieben. Weil das Licht hier sonst ein bisschen doof ist. Oder habe ich das irgendwie immer falsch markiert, weil ich so dachte, ey, das sieht halt so komisch jetzt aus. Oder war es doch eine von denen im Hintergrund? Die sehen aber gleich... Achso, oder nach oben hin. Nach oben hin, ja klar, doch, hier fehlt eine. Na, okay. Dann war es die, aber ich wusste es doch. Es hat was mit dem Knoblauch zu tun. So, ich verschieb gerade einen Moment nochmal. So. Ein bisschen... Um ihr spackt hier. So. Superb, du hast alle Unterschiede gefunden. So. Ich dachte früher immer, das ist ein Rechtschreibfehler, weil ich superb nicht kannte. Weil es irgendwie ein voll komisches Wort ist. Ich weiß nicht, das ist... Nee. Finde ich sehr merkwürdig. Superb. Ja, okay. Ich würde sagen, dann machen wir es aber mal... Wobei, nee, Blödsinn, wir machen natürlich nicht mehr der Story weiter. Wir holen uns erstmal das Rätsel hier. Deswegen machen wir den Kack doch. Volltreffer, ein verstecktes Rätsel. Und natürlich für ein Rätselhaus. Klar, für jedes Minispiel, was wir hier absolvieren, gibt es wieder ein Rätselhaus freizuschalten. Falsche Münzen. Ah, ein Klassik. Du hast 5 Beutel. In jedem der 5 Beutel sind 10 Münzen. In einem der Beutel sind falsche Münzen, die leichter sind als die echten. Eine Münze wiegt 10 Gramm, eine falsche Münze 1 Gramm weniger. Wenn du eine Waage benutzt, die maximal 200 Gramm wiegen kann. Wiegen, wie vegan auf Englisch. Voll random. Wie oft musst du mindestens wiegen, um den Beutel mit den falschen Münzen zu identifizieren? Okay. Okay. Also. Hier wiegen wir 1 und 2 und die sind gleich schwer. Fallen die beiden raus. Hier wiegen wir 3 und 4 und die sind gleich schwer. Haben wir mit 5 unseren Sack gefunden. Mit 2 kann es also auf jeden Fall möglich sein, aber es kann auch schon mit... Ja, wobei. Wie oft musst du mindestens, ne? Also es ist nicht gefragt, wie oft ich... Ja, wie oft muss ich mindestens wiegen? Also um den Safe... Moment, jetzt bin ich verwirrt. Um den Safe zu identifizieren, darum geht's ja. Also ich kann halt Glück haben und ich wiege einen Beutel und der hat... Oder ist das jetzt eine Fangfrage? Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen vom Rätseltext nicht ganz... Nee, das ist ja, glaube ich, nicht gefragt, ne? Also, wenn ich Glück habe, kann ich natürlich, wenn ich einmal wiege und der Sack ist zufällig genau... Ich glaube, darum geht's ja nicht. Es geht natürlich darum, mit Sicherheit zu sagen, welcher der Beutel ist. Egal, wie viel Glück ich jetzt habe mit dem ersten Wiegen. So. Okay. Also, angenommen, ich wiege jetzt 1 und 2. Die sind gleich schwer. Und ich wiege dann in einem zweiten 3 und 4 und die sind nicht gleich schwer. Dann muss ich auf jeden Fall noch einmal die 3 oder die 4 einzeln wiegen, um zu sagen, welcher der Beutel ist. Das sind also 3-mal. So, gibt es denn eine Möglichkeit, das anders zu machen? Ist die Frage. Also nochmal Fakt natürlich, wir haben einen Beutel mit 10 Münzen, das heißt, er ist 100 Gramm schwer. Die Waage kann 200 Gramm wiegen. Ah, nee!
Nee, ja, genau, das ist nämlich, ja, doch. Zwei ist, glaube ich, irgendwie richtig. Also mit drei geht's auf jeden Fall. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Mit drei muss es gehen. Wenn wir bei den ersten beiden Säcken schon nicht 200 Gramm haben, wenn wir alles jetzt wiegen würden, mal bei dem Beispiel geblieben, dann ist klar, dass einer von beiden der leichtere Sack sein müsste. Mit dem zweiten hätte man es auf jeden Fall raus. Wenn es beim ersten Mal nicht passiert, sondern beim zweiten Mal, dann müssen wir 3 und 4 nochmal wiegen, also einen davon, und dann haben wir 3 mal gewogen, also 1 und 2, 3 und 4 und dann jeweils nochmal 3 oder 4. Und wenn es überall nicht drin war, dann haben wir sogar auch schon 2, weil dann ist 5 fertig. Also 3 ist auf jeden Fall möglich, aber 2 muss, also ich könnte jetzt safe schon 2 eingeben, weil das ist die Lösung, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings, es war auf jeden Fall was mit eine Münze rausnehmen. Da bin ich mir sicher, weil ich weiß nicht mehr genau, wie das dann logisch funktioniert hatte. Ich glaube, das war irgendwie von wegen, ich nehme aus jedem Beutel 1, 2, 3, 4 eine Münze raus. Ja, aber wie geht denn das dann? Nee, ich nehme aus 1, 2, 3, glaube ich. Ich glaube eher so rum ist das. Oder? Wenn ich das 1, 2, 3 eine Münze rausnehme und die wiege, und die sind alle gleich schwer, dann wiege ich nochmal eine aus 4 und eine, oder eine aus 5 und habe dann safe die Lösung. Wenn jetzt aber von 1, 2, 3 irgendwo eins dabei war, wenn es dann also nicht 30 Gramm, sondern 29 Gramm sind, was muss ich dann tun? Dann wiege ich die aus 2 und die ist 10 und dann wüsste ich immer noch nicht, ist es jetzt 1 oder 3. Da gibt's eine Strategie mit 2, das kannst du mir nicht erzählen. Ich will jetzt aber selber rausfinden, wie die ist. Also, wir sprechen von sicher, ne? Ist klar. Wenn wir 2 wiegen würden, bringt uns das gar nichts. Wenn wir alle zusammen wiegen, ist das Schwachsinn, weil dann kommt auf jeden Fall 49 raus beim Wiegen. Wenn wir 4 wiegen, wenn wir 4 Säcke wiegen, also 4 einzelne, 4 Münzen aus jedem Sack, dann haben wir 40, dann haben wir den identifiziert, oder wir haben 39. Und wenn wir 39 haben, dann können wir in einem das nicht mehr bestimmen. Ich gebe jetzt 2 ein. Ich kann nicht glauben, dass es 3 ist, weil davon gibt es zu viele Möglichkeiten. Das muss 2 sein. Dann wollen wir mal sehen. Es ist 3? Was? Man muss auch verlieren können. Wie? Moment. Nee, das halte ich für ein Gerücht. Nee? Moment. Ich muss zumindest wiegen. Das kann nicht 3 sein. Ist es 1? Das kann aber auch nicht sein. Jetzt bin ich gerade mega verwirrt. Scheiße. Ich gebe jetzt 3 ein, aber es wird doch... Das kann doch gar nicht... Hallo. Das kann doch gar nicht 3 sein. Ich stehe, glaube ich, komplett auf dem Schlauch. Kein Rätsel ohne Lösung. Nee, es ist 1. Hä? Das ist wirklich eine harte Nuss. Schnauze. Scheiße. Also, ich hätte jetzt auch 1 eingeben können, weil ich war mir sicher, dass es nicht 3 ist. Aber 1? Wie? Ich weiß ja nicht mal, wie es mit 2 geht. Wollen wir mal sehen. Moment. Was? Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ach so, ja gut. Ja. Ich habe schon irgendwie fast... Irgendwie was vermutet von wegen so, ja, ich kann ja auch eine verschiedene Anzahl nehmen. Ich muss ja nicht eine nehmen, aber klar, je nach Sack, ja, das macht natürlich Sinn. Ja, klar, ich nehme aus Sack 1 eine, aus Sack 2 2. Ich weiß ja dann, die müssen dann... Wobei. Ach so, ja, doch, klar, logisch. Ah ja, macht Sinn. Theoretisch müssten die alle, das sind ja dann, wie viele Münzen sind das? 15, genau, steht da unten.
Die müssten eigentlich genau 150 ergeben und dann muss ich halt gucken. Wenn es jetzt 5 weniger sind, dann war es aus 5. Ja, mein Gott. Mann, ich bin halt nicht so clever. Das ist echt gut. Ah. Das Rätsel ist cool, aber ich hab's nicht hingekriegt. Bei dem Rätsel bin ich richtig ins Schwitzen geraten, auf jeden Fall. Das war eine schlechte Leistung. Na gut. Gucken wir noch kurz, sind hier jetzt noch Hinweismünzen oder waren da vielleicht mal Hinweismünzen sogar? Das kann sein. Ich glaube, da habe ich nämlich die Hinweismünzen hier. Gut, ich würde sagen, es ist schon der Zeit, den Part zu beenden. Und beim nächsten Mal gehen wir dann hier hoch, den Turm, und schauen, was sich hier verbirgt. Bis dahin. Tschüss.